Guten Morgen, Freunde von Autoaktiv. Ich bin's, Micha. Ja, wir sind auf. Wir wollen heute weiter zum Geiranger. Werden wir auch machen. Doch ein bisschen neblig, eben hat es geregnet. Aber davon lassen wir es natürlich nicht abschrecken. Wir werden jetzt gemütlich frühstücken. Und dann geht's weiter. Wir sehen uns schon unterwegs. Bleibt gelassen. So, weiter geht's. Nächster Tag, neues Glück. Wetter allerdings nicht so doll heute. Ein bisschen im Wind verhangen. Heute Morgen hat es erst noch geregnet. Soll auch so bleiben. Jetzt kämpfen wir uns noch ein bisschen durch die Touris. Mal sehen. Wir sind wann haben wir? 20 vor 10? Ungefähr. Ja. Vielleicht haben wir ein Glück und wir sind relativ früh da, dass man noch mal Plätze kriegt und nicht so viel los ist. Aber so. Wieder ein Rappelding hier. Na ja. Dritt. Die wollen auch frühstücken. Ihr habt euch so blöd hingestellt, ist der dir weg wahrscheinlich. Abwärts. Relativ früh losgefahren, in der Hoffnung, dass dann die Sehenswürdigkeiten da auf dem Geiranger Fjord, da gibt es so Aussichtsplattformen, hier der Kollege René Kreher war auch schon mal da, nicht so überlaufen ist, aber Flöte gepfiffen. Unten im Hafen lag dann mein Schiff und die wurden dann gerade alle hochgekarrt. Aber gut, man konnte was sehen. Da unten liegt dann mein Schiff. Was ein Dörfchen eigentlich, nur da hinten dran und so ein Tamtam, ne? Aber ist halt so, weil der Fjord halt so schön ist. Wir passen dann da rein dann. Wie viele Schiffe auf einmal da stehen können. Wie viele Schiffe? Ja. Am Wochen würde ich sagen ein. Ja, die heißt halt doch. Ja, Geiranger Aussichtspunkt erledigt. Sehr schön, wie ihr gerade gesehen habt. Jetzt geht's weiter zu einem Aussichtspunkt. Dorf Geiranger, also runter zum Fjord, da ein bisschen zickzack, hinten Berg wieder hoch. Da gibt es dann so eine, auch so eine Aussichtsplattform, sag ich mal. Kostet, glaube ich, sogar Eintritt, wenn man mit dem Auto hoch will. Aber werden wir wahrscheinlich machen.
das Wetter verschlechtert sich gerade ein bisschen, aber gut, wir gucken mal. Wir fahren da mal hin und den Weg hoch, ob was passiert, ob was zu sehen ist, werdet ihr gleich selber sehen. Auf geht's. Ja, da muss ich aber ein paar Stunden hier bleiben, wenn die da mal die Touristen noch was sehen wollen. Ne? Mhm. Ja, Leute, der Geiranger Fjord. Zwei Schäfchen liegen im Hafen, so eins kommt gerade an. Princess Cruises. Nach 300 Metern geradeaus fahren und der 63. Du sei mal still. Und deutsches Schiff, mein Schiff. Mein Schiff, das ist glaube ich die Nummer 1, oder? Ja, mein Schiff 4 ist das. Okay, okay, das könnte glaube ich dann mal, glaube ich, das ist da. Hier sieht man mal, Touristen verseucht. Aber gut, das ist halt so und die Leute verdienen hier auch ihr Geld damit. Da haben wir eine Fahrradgruppe oder eine Wandergruppe. Ja, das sind zwei Leute. Ach, da. Gelände unterwegs. Und ja. Ja, ja. Also ein bisschen getarnt, ne? Ja. Das ist so. Oh, jetzt knackt es meine Ohren. Das Ganze. Ich werde bald schon wieder sehen da unten. Ein bisschen was sieht man schon. Ganz bisschen, ne? Ja. Was ist das hier überhaupt ein Feiner von uns? Ein Finne. Finne. Ja, ein Finne ist klar, die kennen die Berge nicht. Da hat sie mal Hammi gar nicht. Ist auch ziemlich platt, ne? Finnland. Ja, das sind Berge, dafür taube ich mich noch verlassen. Ach ja, stimmt, ja. Die wollten ja, waren das glaube Norwegen oder Schweden, wollten noch Berg schicken. Ja, ja. Wie zum 100. Geburtstag von Finnland oder sowas. Damit sie auch mal einen Tausender haben oder so. Hier von oben, guck mal. Nee, ich sehe nichts. Na gut, das ist beschädigt. Das sieht nicht so gut aus, ne? Ja. Aber die Kohle ist ja groß genug. Oh, da kommen gerade ein paar Pusten. Das müssen wir erstmal durch hier. Ich denke, da werden sie jetzt gleich kommen. Sollten. Jetzt geht das nochmal hinten rüber durch. Das geht aber nicht erwarten, ich habe sie ja gesehen. Das ist doch länger zu sein, wenn wir kommen. Zwei Schiffe haben wir. Das gibt es leider gar nichts. Zumindest keine großen Autos. Thank you.
Genau, fahr die schon mal alle wieder runter. Besser ist. Krasse, ne? Hey! How much? 140. 140? Thank you, bye. Eine kleine Quittung. Unten 10 Kilo. Zehner. Spoilers. Fernduselig. Hat sich vorgedrängt, die Spoilers. Polnischer Bus. Naja, wir sind ja gleich oben. Oh, geht ganz schön hoch. Ein paar Meter, ey. Ein paar Höhenmeter. So kurz hintereinander ist vielleicht besser. Ja, gut, und oben am Aussichtspunkt angekommen. Ja, wenig anders zu erwarten. Scheiß Wetter. Geregnet, gestürmt, leicht diesig, neblig. Aber gut, hilft ja nichts. Jetzt sind wir da. Da wollen wir uns das auch angucken. Und das werden wir jetzt machen. Und ich denke mal, das wird auch trotz Scheißwetter geil werden. Und wenn ihr Bock habt, dann kommt einfach mit. Los geht's. In der Kurve. Motor nicht leisten, wenn du so Schiff fährst, kannst du den Motor leisten.
hat das Kind doch fast die Höhenangst überwunden. Ja. Ja. Gut, ne? Ja. Ja. Man gewöhnt sich nach und nach daran. Ja. So, Respekt sollte man schon haben vor der Höhe immer, aber ansonsten. Ja. So, Aussichtspunkt Geiranger erledigt. War super. Kübel, feucht, nass, stürmisch, aber das macht es ja auch aus. Das gehört ja in so eine Landschaft auch schon mal dazu. Aber ist einfach geil. Man kann da echt nichts sagen. Diese trostlose, sag ich mal, karge Landschaft hat was. Und dann überall diese Steinmännchen gebaut. Ja, nicht schlecht. Toll. Und diese Plattform, die sie da hatten, die hing so ein Stück auch über diesen Felsen, konnte man so runter gucken durch so ein Gitter, da ging es mal so 500 Meter runter. Gut, man sieht nicht so viel, weil es relativ engmaschiges Gitter ist, aber hat was. War schön. Gut, so, und jetzt geht's zurück. Was heißt zurück? Ein Stück Berg runter. Wir wollen jetzt nach, ja, wie es genau heißt, weiß ich gar nicht, einen Campingplatz suchen wir uns. Richtung Rondane ist Nähe dem, ja, ist in der Nähe des Dovrefjells. Da suchen wir uns einen Campingplatz und dann geht es morgen weiter in Rondane Nationalpark zum Wandern. Okay, aber die Tour jetzt, was heißt Tour? Fahrt Richtung Rondane. Könnt ihr mitmachen, wenn wir was Besonderes finden, was Schönes, Hübsches, was Zeigenswertes, dann bekommt ihr das zu sehen. Vorausgesetzt, ihr bleibt dran. Okay, und weiter geht's. So eine Touristenroute abseits. Ganz schmales Sträßchen, soll aber sehr schön sein. Ist es auch. Gehört wohl zu den alten Straßen, war früher wohl der Hauptweg hier. Und hier sieht die Straße schön markiert aus am Rand mit lauter Steinen. Sieht cool aus. Aber ist eigentlich, da hinten steht eine Hütte am Berg. Ja. Direkt am Wasserfall von da.
So ein Rastplatz hier, der ist leider geschlossen, aber kann man trotzdem einfahren. So eine geile Hochebene hier. So, Leute. Wenig windig hier. Vorne steht Laria, liest was. Aber ist doch geil hier, oder? Schön hergerichteter Rastplatz hier. Na Freunde, lest mal selber, wo wir hier sind. Fuchstumüra Naturreservat. Geht halt die E6 hier mitten durch. Deswegen ist hier doch ordentlich was los. Und da hinten ist irgendein Lager. Oder eine Station, wo man von da aus mal wandern kann. Jetzt mal scharf stellen, so, genau. Schön, schön. Ja, Freunde, nächster Tag ist beendet. Unsere Unterkunft ist erreicht. Frage mich nicht, wie das Dörfchen jetzt heißt. Aber es war so der letzte Platz, bevor es morgen in Rondan in den Nationalpark hochgeht. Da gab es keine Unterkünfte. Ist jetzt nichts der, nicht der Brüller, aber pff, reicht. Wir werden sehen. Wird schon klappen. Die Bettchen sind wie beim letzten Mal, ziemlich klein und schmal. Aber gut, nicht so schlimm. Dahin werden die neuen Hütten gebaut, was? Oder Schwitzhütten. Ja, mal ein bisschen gucken hier. Da hinten gibt es eine Kirche noch. Ja. Morgen wollen wir dann, wie gesagt, im Rondan noch ein bisschen wandern. Wir gucken mal, was wir da an Wanderwegen finden. Aber da soll es ein paar geben. Und dann geht es da morgen hin. So, jetzt werden wir uns ein bisschen entspannen. Wir sind ein bisschen früher als sonst. Gibt gleich was zu essen. Wir machen irgendwelche Tüten auf, aber wir werden mal gucken. Laria, was meinst du, was gibt es denn heute? Heute? Ja? Ich muss mir Bratnudeln. Bratnudeln hört sich gut an. Ja, ich glaube, es gibt Bratnudeln. Ja. Und ich hatte mir ein 8er-Pack Würstchen gekauft oder so, keine Ahnung, wie das. Da ja hier alles auf Tour vegetarisch ist, werde ich mir vielleicht ein Würstchen dazu essen. Oder reindonnern. Mal gucken. Egal, Hauptsache, das schmeckt. Und es stärkt uns für morgen. Okay, alles weitere später nochmal. Ja, ich habe mir eben noch mal die Schuhe aus dem Auto geholt. Die stehen da seit ein paar Tagen hinten im Kofferraum. Da wir morgen ja wandern wollen, ist das, glaube ich, ganz gut mal nachzugucken, weil die waren dann doch in der Spitze. War ein bisschen feucht. Da müssen sie jetzt mal noch ein bisschen trocknen. Hoffentlich klappt das noch. Aber kriegen wir hoffentlich hin.
Also noch ein bisschen Zeit, bis morgen. Ja. Gut. Lassen wir mal ein bisschen austrocknen noch. Laria hat sich original norwegische Hauspantoffeln gekauft. Kuschelig, flauschig. Ja, guckt euch das an. Ist das nicht schick? Ja, gab es oben auf dem Berg, wo wir heute waren, da auf 1500 Meter. Wir hatten gestern schon mal geguckt, da gab es nur nicht die richtige Größe. Ja, seht ihr, wir müssen nur auf den Berg. Passt schon. Okay, habt ihr das auch mal gesehen. Also wenn ihr sowas braucht, müsst ihr nach... Ja, schon wieder vergessen, wie das Ding hieß. Egal, auf dem Berg. In der Nähe von Geiranger. Tja, und dann gibt es in unserer Hütte hier nostalgisches Mobiliar. Nochmal. Das war eine falsche Schalter. Aber da ist doch was, hat doch Charme. Für unsere Zwecke genau richtig, passt. Hier gibt es jetzt Bratnudeln, wenn es dann irgendwann mal verraten. Aber auch das wird.